Hallo und willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Im letzten Part haben wir Paras kennengelernt, den Entdecker, der uns eine Höhle gezeigt hat. Leider können wir in dieser noch nichts unternehmen oder finden, untersuchen, wie auch immer, weil er das noch erforschen möchte. Ich bin schon gespannt, was er da findet. Was haben wir noch erledigt? Ja, wir haben halt unsere gechillte Welt weiter gepflegt und wir starten jetzt auch gleich mit einem neuen Tag. So, ein kleines Haus ist fertiggestellt worden. Guten Morgen, Liebchen. Lass mich dir erzählen, was heute da draußen los ist. Stadtzufriedenheit ist bei mir gesunken, wie ich sehe, von 41% auf 39%. Wir haben 270 Moira produziert, ein Gebäude gebaut und zwei Personen sind angekommen. Dann schauen wir mal an, wer gekommen ist, weil wir 12 Bewohner benötigen. Genau, hier steht es, Stadtgröße haben wir von 6, haben wir von 12 6 Personen und benötigen noch 6. Okay, du bist neu. Esther. Oh, hallo, wohnst du hier? Ich bin gerade erst angekommen, weißt du? Sie möchte auch im Gasthaus arbeiten, hält sie für den exzentrischen Mitarbeiter im Büro, kaut mit offenem Mund. Sollen wir sie da reinsetzen? Wieso nicht? Vielleicht werden sie ja beste Freunde. Und du bist auch neu, oder? Dante, ach du liebe Güte. Ein Begrüßungskomitee, wie wunderbar. Ich besuche dein hübsches Städtchen und ich habe viel Spaß dabei. Oh, Friseur. Persönlichkeit, macht Freundschaftsanbänder, kann andere gut nachahmen. Ich glaube, ich benötige mehr Häuser. Brauchen wir auch gleich sofort. Nicht verwalten, sondern bauen. Den Picknickplatz können wir noch nicht bauen, weil uns die Essenzen fehlen. So, dann bauen wir hier ein Häuschen. Hier. Genau. Und dann können wir hier noch ein Steinweg hinmachen und hier vielleicht noch ein Häuschen bauen und dann auch hier hin. Okay. Wo ist Dante? Da. Du darfst einziehen. Das kleine Haus. Jetzt brauchen wir noch 4. Und was möchtest du? Bobby, hör mal her. Kannst du mir ein fröhliches, kleines Ringeltier gleichmütig bringen? Am besten eins, das mit Zylinder und Gamaschen eine gute Figur abgibt. Ja? Oh, das ist fantastisch. Ich bin schon gespannt, was du mir bringen wirst. Und wir haben eins, Gott sei Dank. Dann ist es gleich erledigt, die Quest. Was für ein süßes Kerlchen. Er wird ja so elegant aussehen, sobald er in seine Abendgarderobe schlüpft. Insekten haben es auch verdient, sich herauszuputzen, weißt du? Wenn du meinst. Ovale Brille. Warte mal, kann ich ihm ein Geschenk machen? Das gefällt mir nicht mit seiner Frisur. Hier, nimm das. Korkenzieherlocken. Fester Dude. Okay, er hat zwar die Frisur geändert, aber die Mütze hat er immer noch an. Aber wenigstens sieht man jetzt die Haare nicht mehr. Gefällt mir viel besser. Gut, dann gehen wir zu unserem Phönix. Der hat bestimmt auch Hunger und möchte geknuddelt werden. Und dann fliegen wir zu unserer Welt. Wie
war das nochmal? Hier. Futter. Kuscheln. Nochmal kuscheln. Genau, M für Fliegen. Gechillte Welt. So, damit ihr euch nicht wundert, ich werde jetzt ab diesem Punkt das Video schneiden. Weil ihr kennt ja schon die Prozedur mit Gießen, Hacken, Fehlen. Ich würde jetzt das einfach bei der Insel nachholen. Falls was Spannendes passiert, schalte ich euch wieder hinzu. Sonst, ja, sehen wir uns gleich danach. So, da sind wir wieder zurück. Es ist gerade auch was passiert. Ich habe nämlich den letzten Baum gerade gegossen und gesungen. Und jetzt kommt die Aria ins Spiel. Oh mein Gott, was für einen Fortschritt du hier gemacht hast. Du hast wundervolle Arbeit geleistet, Lua. Dank dir ist dieses kleine Gartenparadies wirklich groß geworden und ich denke, dass es bald erblühen wird. Die Immerweltblüte laut den alten Büchern. Wenn ich bitten dürfte. Laut den Büchern, die sich in der Blüte ihrer Jahre befinden, verstreut ein Immerbaum, wenn er seine volle Größe erreicht, und blüht alchemistische Essenzen, eine Art Pollen, quer durch die Weiten des Weltraums. Sie treiben durch den Kosmos auf den Winden des Moira, bevor sie am kosmischen Firmament Wurzeln schlagen. Und nach einiger Zeit keimen aus ihnen brandneue Welten. Natürlich existierte das letzte Mal, als das geschah, die Dürre, nicht und das Lied umgab uns noch. Jetzt bist du unsere einzige Quelle des Lieds, Lehrling, aber vielleicht bist du alles, was wir brauchen. Sing, Loa, lass das Lied des Moira im Geäst des Immerbaums erklingen. Lass deine Stimme die Rückkehr der Wunder ins Universum verkünden. Machen wir gleich sofort. Ich muss nur da rüberlaufen. Zähmen noch zwei Tiere. Das läuft ja mir nicht auf und das an. Kinkraut. Mich nicht, weil da vorne auch so ein kleines oder großes schwarzes Schaf noch steht. Ja, da ist es. Kuscheln willst du? Kinderkrauen? Und nochmal Kinderkrauen. Perfekt. Was fehlt uns jetzt noch? Noch zwei Tierchen und einmal Obst. Aber erstmal singen wir hier.
sieht richtig schön aus. Unglaublich, siehst du das? Die vielen Farben, Kind? Also dann, was kommt als nächstes? Ganz viele Geschenke. Grüne Tapete. Getreide mit Blaupause. Locken mit Kopftuch. Kristallisiertes Moira. Uralte Münze. Schauen wir mal, welche Belohnung wir noch bekommen. Hier, Reise des Alchemisten. Sing dem Weltensam etwas vor, haben wir erledigt. Moira brauche ich immer. Und gönne dir 10 Minuten Schlaf. Essenzen. Auch nicht schlecht. Dann Welt. Erster Weltensamen. Monokel. Coole Brille. Das erste konnte ich leider nicht lesen, es war zu schnell. Vorteil Auftaktdistanz. Okay, dann Gemeinschaft. Verwandle 50 Gegenstände durch Alchemie-Essenzen. Erledigt. Psychedelische Tapete. Kennen wir. 100 Gegenstände. Das haben wir noch nicht. Bescheidene Expansion. 8 Gebäude. Ekliger. Wieso muss es so schnell sein? Ich drücke gar nicht auf Weiter. Blaupausen. Das haben wir hier erledigt. Tierchencenter. Blaupausen. Kümmere dich um 6 Tierchen, adoptiere 4 Tierchen. Tierchencenter. Cool, das hat ja eine Katzenform. Und Getreidemühle. Belebe deine erste Baumwelt vollständig wieder. Getreidemühle haben wir jetzt. Muss man nur noch schauen, ob wir das wirklich bauen können mit Moira oder ob wir Essenzen benötigen. Genau. Dann fliegen wir erstmal wieder zurück. Nach unten. Zum Wiesenquartier. Und schauen uns an, ob wir das bauen können. Nee. Die Essenzen kenne ich noch nicht. Oder ich habe nicht davon genug. Ah doch, hier, Tierchencenter. Das haben wir ja alles. Sollen wir gleich ein Tierchencenter bauen? Ja, die Frage ist dann nur, wohin? Vielleicht hierhin, in diese Ecke? Wenn es da reinpasst? Oder ist das blöd, wenn ich das hier hinsetze? Vielleicht so? Nee. Ja, neben die Bibliothek möchte ich das nicht gerne setzen, irgendwie. Ah, ich könnte es hier oben hin machen, genau. So, hier vielleicht in die Ecke? Oder hier hin? Dann ist der Platz auch eigentlich ganz gut genutzt. So. Nur ein bisschen tiefer. Und dann bauen wir hier noch ein kleines Häuschen. Für denjenigen, der sich um die Tiere kümmern wird. So. Okay, das passt. Thank you.
beenden wir den Tag und schauen, was uns der nächste Tag bringt. Drei kleine Häuser fertig und ein Tierchencenter fertig. Psst, Baumpfleger. Wach auf. Wach auf, komm schon. Hey, hör mir zu. Häuptling muss mit dir reden. Es gibt etwas, das du sehen musst. Ich bring dich hin. Komm. Sind es verschiedene Portale, die wir dann besuchen können, wenn wir eine Welt fertig gebaut haben? Also ich meine, wenn die Dürruf ganz verschwunden ist. Weil der eine Stein leuchtet und ich vermute mal, das ist ja unsere gechillte Welt. Und da ist der Häuptling. Hallo. Sei gegrüßt, Baumpfleger. Ich entschuldige mich vielmals, dich zu so später Stunde zu mir zu rufen. Ich hoffe, du warst nicht beschäftigt. Du befindest dich in der Baumherzkammer, dem Herzen des Immerbaums. Einst war diese Kammer für alle Jünglinge zugänglich, die eintreten wollten. Der Immerbaum war glücklich, sich hier mit den Jünglingen zu unterhalten, aber im Laufe der Zeit wurden es immer weniger Besucher. Die Leute vergaßen die Wichtigkeit dieses Ortes und die Erinnerung an ihn verblasste. Die Aufgabe der Baumherzkammer war schon immer, das Lied im Immerbaum zu bewahren. Doch dann zerbrach das Lied und die Dürre schließt sich ein. Sie selbst. Ja, da ist sie. Das Herz des Immerbaums wurde überwältigt und die Liedfragmente verstreut. Aber mit deiner Hilfe haben wir eine Chance. Der Immerbaum gab uns die Aufgabe, eines der Liedfragmente zu beschützen, bis die Hoffnung wiederkehrt. Du bist diese Hoffnung. Du verstehst die Bedeutung von Gleichgewicht und Harmonie in der Welt, Baumpfleger. Deswegen bitten wir dich, Kind des Liedes, dieses Liedfragment anzunehmen und auf seinen rechtmäßigen Platz zu bringen. Obwohl wir Immerlinge dem Lied entspringen, ist unsere Verbindung mit ihm nicht so stark wie deiner. Nur du kannst dies vollbringen. Bitte lass deine Verbindung zum Lied in dieses Fragment fließen. Liedfragment der Schöpfung. Okay, kommen auch neue Quests. Oder das hier. Das Symbol sieht aus wie ein kleines Häschen. Erinnerung des Immerbaums durchströmen dich. Am Anfang war ich nicht mehr als ein Samen. Erschaffen von den Uralten. Ihre vielen Stimmen formten ein harmonisches Lied. Dieses Lied gebar die Sonne und die Sterne, die mich nährten. Mit der Zeit wuchs ich zum Immerbaum heran. Als mein Herz stark genug war, gravierten die Uralten das Lied darin ein. Dann sang ich mit meinem Lied die ersten Jünglinge ins Leben. Die Immerlinge. Ich vertraute ihnen den Schutz meines Herzens an. Denn aus meinem Herzen fließt das Lied des Moira. Und als die Uralten sahen, dass ich gedieh, dass ich nicht alleine bin, verließen sie uns. Sie ließen mich und alle Jünglinge zurück, um sich um das Leben. Das war zu schnell. Vermutlich ist da oben wirklich das Herz, das von der Dürre momentan verschlungen ist. Ist ein bisschen zurückgegangen, okay. Ja,
wird immer größer. Unglaublich, was für ein spektakulärer Anblick, Baumpfleger. Durch die Wiederherstellung des Lidfragments hat sich die Dürre teilweise aus dem Herz des Immerbaums zurückgezogen. Und wenn mich meine müden Augen nicht täuschen, dann ist der Baum sogar etwas gewachsen. Das Licht der Hoffnung scheint noch immer hell über Laria. Der Baum hatte recht, natürlich hat er das. Die restlichen Lidfragmente sind irgendwo da draußen und warten darauf, von dir gefunden zu werden. Deine Verbindung mit dem Lid ist der Schlüssel, der dir helfen wird, sie zu finden. Tatsächlich glaube ich, ein weiteres Fragment in der Nähe gespürt zu haben, als der Baum sich bewegte, irgendwo in der Stadt. Hast du irgendwelche Fragen oder bist du bereit, deine Suche zu beginnen? Die Lidfragmente. Die Lidfragmente, jede einzelne beherbergt die Stimme eines Uralten, die durch das Lied des Moira widerhallt. Bis die Lidfragmente wieder vereint sind, bleibt das Lied unvollständig und der Immerbaum bleibt der Dürre ausgeliefert. Erinnerungen? Der Immerbaum existiert seit langer Zeit, sogar länger als wir, immer länger. Ich denke, er will mit dir Kontakt aufnehmen, in der Hoffnung, dass du seine Vergangenheit, seine Geschichte auch verstehen wirst. Irgendwo in der Stadt? Es gibt ein weiteres Lidfragment da draußen, irgendwo in Alaria. Ich werde meinen wachsamsten Immerling mit dieser Aufgabe betrauen. Keine Sorge, meine Immerlinge machen ihre Arbeit hervorragend. Vergiss nie, wie weit du schon gekommen bist, Baumpfleger. Verliere dein Ziel nicht aus den Augen. Führe die Lidfragmente wieder zusammen. Die anderen Runen werden sich sicher rechtzeitig offenbaren. Wenn wir wissen, wo sie sind, werden wir dich hinführen. Und schau, indem du das Lidfragment wiederhergestellt hast, hat der Baum etwas von seiner Kraft zurückerlangt. Die Dürre hat sich aus dem Herzen des Immerbaums zurückgezogen. Wer weiß, was das jetzt für das Wachstum des Baums bedeutet. Vielleicht müssen wir unsere Sichtweise ändern. Also ich denke mal, es ist jetzt ein guter Punkt, diesen Part zu beenden. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part.